Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und dann meine Seite wie immer die Nike. Wir haben heute ein ganz besonderes Unboxing für euch, denn uns hat ein kleines Päckchen erreicht, was einfach ganz alleine in unserer Haustür drin stand und auf diesem Päckchen stand zerbrechlich drauf. Der Name kam mir schon bekannt vor, aber ich habe mir gedacht, habe ich was bestellt? Habe ich irgendwo was gewonnen? Was ist das? Also habe ich es aufgemacht und habe schon ganz kurz reingeguckt und habe gedacht, boah, was ist da drin? Dazu müsst ihr Folgendes wissen. Ich spiele derzeit Armored Core 6 Fires of Rubicon auf meinem Kanal und rege mich da teilweise sehr stark drüber auf. Findet ihr da oben in der Ecke. Und der liebe Ding Dong verfolgt meine Reise da immer wieder. Egal wie sehr ich verkacke oder ja, oder mal gewinne. Und zwar kann man nämlich bei diesem Spiel seinen Mech oder seinen Armored Core, praktisch seinen AC, selbst zusammenstellen. Farben, Beine, Arme, Wummen, alles. Ihr könnt den bestickern, wie ihr möchtet. Und das ist tatsächlich sehr cool. Also wenn ihr da mal reinschauen möchtet, schaut da gerne oben rein. Mein Mech ist der bissige Frosch. Es ist ein grüner Mech mit seinen roten Waffen. Also seine Waffen sind rot und er ist ein grüner Mech. Den seht ihr hier. Und jetzt kommt nämlich das Päckchen vom Ding Dong ins Spiel. Und da wird es besonders spannend, denn was da drin ist, genau, ist wirklich der Hammer. Ich habe echt gedacht, als ich da reingeguckt habe, warum? Aber zunächst schauen wir uns erstmal an, was hier drauf steht. Denn das ist nämlich auch sehr cool. Ich habe nur angefangen, den AC-Namen zu lesen. Also hier seht ihr mal, hier ist es. Hier sieht er aus natürlich. Mit seinen wunderschönen roten Wummen. Und zwar ist das eine Charakterbeschreibung meines ACs tatsächlich. AC-Name bissiger Frosch. Pilotname Nike. Beschreibung. Eine junge, aufstrebende Pilotin, die sich erschreckend schnell einen gefährlichen AC aufgebaut hat, der, wie der Name schon sagt, nicht zimperlich mit seinen Feinden umgeht. Gerüchten zufolge soll Nike eine Reisende sein, die schon viele Welten erkundet und erobert hat. Und einige behaupten sogar, dass sie aus einer anderen Dimension stammen, doch dies ließ sich bis jetzt noch nicht bestätigen. Auf jeden Fall ist sie nicht zu unterschätzen, wie schon einige für unbezwingbar gehaltene Gegner schmerzhaft erfahren mussten. Das ist so cool geschrieben, Ding Dong. Das ist unfassbar. Vielen Dank, das rahme ich mir auf jeden Fall ein. Und hier unten steht noch, hi Nico und Benny, das hier ist ein kleines Dankeschön für Shadow Hearts und die PS2 Memory Card. Geh euer Ding Dong. Ja, ich habe nämlich meinen Shadow Hearts als Demo, als lange Demo an den Ding Dong weitergegeben und eine Memory Card. Und vielleicht hält es ja bis zum Ende durch. Ja, genau. Vielleicht ist es ja gar nicht die CD, sondern es war meine, was auch immer, meine PS2. Jetzt aber ja, ich bin ganz aufgeregt. Hier, so sieht's aus, sehr gut verpackt. Ist es kaputt gegangen? Oh. Oh nein, es ist kaputt gegangen. Oh nein. Es ist leider kaputt gegangen. Wir werden das erstmal fachmännisch kleben jetzt. Wir haben es jetzt fachmännisch geklebt. Und hier ist er nun. Du wolltest jetzt in deinem Kopf festhalten, oder? Nein, ich wollte nur gucken, nicht, dass es abfällt. Das ist er. Ist das nicht cool? Es ist so sau cool. Vor allem, ich habe ihm auch so wilde Ohren, nee, so wilde Augen gemacht hier. Die seht ihr hier. Ich bin voll am Zittern. Das sind zwei Sticker gewesen, weil die gab es nämlich nicht so. Die musste ich mir erstmal selbst zusammenbauen, die Augen. Und in meinen Mund. Den wilden Mund, ja. Ja. Und das hier ist die eine Knarre, die ich immer dabei hatte. Und das Ding habe ich immer noch dabei. Das sind nämlich, glaube ich, ich glaube, das ist ein Songbird, oder soll das sein? Das Songbird sind Raketen, oder? Ja, genau, das sind zwei Raketen. Jetpack hier, oder was? Auf
der anderen Seite, oder ist nur eine Munitionskiste? Das war, nee, das ist auch ein, da war, was habe ich denn mal am Anfang gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Ich glaube, am Anfang hatte ich was, was so nach oben geht und dann so einen Aufschlag macht. Ich glaube, das ist das. Und das hier war das, wie heißt das, Nahkampf. Ach so, wie so ein Nahkampf, Klinge, ja, genau, so am Anfang habe ich nämlich viel Nahkampf gemacht und mit der Knarre. Also so sieht's aus. Hat mir auch geschrieben, am Dienstag, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich 2 Tage lang nicht bei der PS5 online war. Oder auf irgendeiner Konsole. Die Fahnen sind drauf, oder? Ja, genau. Und ich habe ihn halt in grün gemacht und die Waffen sind natürlich rot. Und hat er gesagt, dass ein Paket unterwegs ist. Ansonsten hätte ich es natürlich nicht aufgerissen. Aber es ist so cool. Ich werde es dann direkt hier hochstellen. Es ist sogar ein bisschen glitzernd. Ist aus Hartschaum. Es ist sehr leicht. Willst du mal nehmen? Ja. Das ist sehr leicht, ja. Ich hatte es eben auch schon mal kurz in der Hand, als ich es gehalten habe beim Bastelspaß. Genau. Zum Glück habe ich noch was über. Haben sie nicht aufgepasst bei der Post? Wahrscheinlich. Obwohl es eigentlich voll gut verpackt war. Ja. Ja, das ist er. Das ist der bissige Frosch in, nicht in Lebensgröße tatsächlich, aber wenn man es am Mordcore spielt, könnte es Lebensgröße sein, weil man fühlt sich so klein als AC, obwohl man extrem hoch ist. Ding doch, wie lange hast du gebraucht? Das würde mich schon interessieren. Für dieses coole... Hast du es mit dem Teppichmesser geschnitzt? Ja, das stelle ich mir sehr schwer vor. Teppichmesser. Ja, das ist auch vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Und wenn ihr euch fragt, warum die Nicke am Anfang als mit dem Lachen gekämpft hat und so, dann liegt es wahrscheinlich... Euch ist es vielleicht aufgefallen. Wir haben es versucht einfach zu verschweigen, aber ja. Ich kann nicht länger schweigen. Nicke hat gesagt, ich wollte euch eine Mütze aufsetzen, als würde ich den Haarreif aufsetzen. Und ich habe gesagt, ich werfe 3 Pfeile auf die Dartscheibe und wenn ich die 20 nett treffe, setze ich ihn auf. Und ja. Ganz knapp vorbei. Die ersten 2 Würfe war ich so aufgeregt, habe ich total verschmissen. Und letztens habe ich mich dann so konzentriert und dann habe ich so ganz knapp auf die 1 geworfen. Deswegen sieht er heute aus wie ein Sportler. Ja, sehe ich aus wie Cristiano Ronaldo. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich werde das da hochstellen. Und ich musste cool, die dasselbe gebaut, ja. Ja, ich musste die ganze Zeit heute drauf dran denken, als ich Armored Core aufgenommen habe, und gedacht, ich muss den Ding Dong stolz machen. Und ich habe ihn tatsächlich gelegt. Ja? Den Kackgegner, ja. Ich hab's geschafft. Sie war letztens schon so verzweifelt. Und ja. Hat es mir erzählt und da habe ich gesagt, schaffst du. Genau. Hier vor allem, das ist voll schwierig wahrscheinlich zu machen. Das ist so das Innen. Das ist ja alles ein Teil. So, dass es nochmal so raus ist. Ja, genau. Aber er glitzert. Aber er glitzert. Glitzert deine auch? Nee, aber er sieht ein bisschen verschrammt aus, meiner. Habe ich euch eigentlich schon das krasse Gesicht gezeigt. So sieht meiner wirklich aus. Das ist das, was alle Gegner das letzte Mal sehen, wenn ich sie anschreie. Und sie haben sie elendig, damit du stärker wirst. Ja, so sieht's aus. Sind wir schon am Ende dieses süßen Pakets, dieses süßen Unboxings. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss. Hier sind nun noch die Spiele, die übrig sind. Ich habe ein paar aussortiert, damit der bissige Frosch hier Platz findet. Hier ist er. Ist er nicht cool? Er sieht so cool aus. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich meinen eigenen kleinen bissigen Frosch jetzt hier habe. Er wird mir jetzt immer von da oben zugucken, während ich mich bei Armored Core aufrege. Hier unten, das ist übrigens... ich habe jetzt ein anderes Licht angemacht, deswegen ist das ein bisschen komisch. Das Problem ist nur, die Tasse ist weg, die Ratchet & Clank-Tasse, die ist alles ein bisschen so gerade gehalten. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was ich jetzt mit meinem Bisasam mache, wo ich das jetzt hinstelle. Da brauche ich auch noch einen Platz dazu. Aber ihr findet jetzt tatsächlich den bissigen Frosch immer, wenn wir unsere Videos aufnehmen. Hier dahinter natürlich, ohne das hier. Das Licht hat noch nicht ausgereicht. Dann findet ihr den bissigen Frosch da oben in der Ecke. Ich überlege noch, ob ich was Weißes dahinter mache, dass er sich ein bisschen mehr abhebt. Ich bin mir aber noch nicht ganz so sicher. Da muss ich mal gucken, wie das aussieht. Wenn ihr übrigens noch mehr Armored Core sehen möchtet, dann schaut gern beim Ding Dong auf der Seite vorbei. Also auf dem Channel, den findet ihr unten in der Infobox natürlich verlinkt. Ist ja wohl glasklar. Schaut da gern vorbei, wenn ihr ein anderes Armored Core sehen möchtet. Denn, wie gesagt, Armored Core 6 ist der 6. Teil. Und ja, da könnt ihr euch mal sein AC anschauen, wenn ihr möchtet. Nochmal sehr nah hier, wie er cool ist. Er ist so cool. Ich gehe nochmal rum. Ich kann auch nochmal von hinten zeigen. Jetzt habe ich ja das Handy in der Hand.
Das ist Songbird. Ich glaube, den habe ich relativ von Anfang an. So cool. Ich mache mal vorsichtig wieder rein. Selbstgemacht ist noch was ganz Besonderes. Vielen Dank. Und möge der Frosch mich leiten.